Landestrikotschütze für die Gäste war Ritter. Wir haben eine Zuschauerzahl, die lautet die offizielle Zuschauerzahl 6822. Und ich darf Ihnen ein paar Ergebnisse verraten aus der Regionalliga, nämlich Schalke gegen Leverkusen 2:4, Felbert gegen Aachen 2:2, Wattenscheid gegen Düsseldorf 0:3, Fortuna Köln gegen Wiedenbrück 2:2 und Erl gegen Viktoria Köln 0:1. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Trainer, unseren Gast Sven Demand und Marc Fascher. Und ich darf Herrn Demand bitten, zu beginnen mit seinen Worten. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben in letzter Zeit eine sehr gute Phase. Wir spielen momentan sehr gut Fußball. Wir stehen vor allem defensiv auch sehr stabil. Heute hätten wir uns, glaube ich, teilweise ein bisschen einfacher machen können, wenn wir den letzten Ball besser gespielt hätten, als wir es heute teilweise gemacht haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, war, glaube ich, zu erkennen, dass die Jungs bis zum Schluss das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Dass es natürlich dann noch so ausgeht mit dem Kunstschuss von Mahler, ist sicherlich dann ein bisschen glücklich, aber ich glaube schon, dass der Sieg verdient ist. Mahler Ritter ist eben schon einer, der entscheidende Sachen machen kann, Ecken und Freistöße von der Seite kann er nicht schießen. Ansonsten hat er einen sensationellen Schuss und von daher bin ich sehr froh, freue mich aber vor allem für die Mannschaft, die wie gesagt, schon seit längerer Zeit, auch wenn es vermeintlich um nichts mehr geht, sehr viel investiert, sehr viel bereit ist, noch zu laufen, sehr engagiert ist. Und deshalb bin ich sehr froh, dass die Jungs auch dafür heute mit 3 Punkten belohnt worden sind. Dankeschön. Danke, Sven Demand. Dann gebe ich gleich weiter an Marc Fascher. Ja, guten Tag. Nochmal offiziell Glückwunsch an Sven zum Sieg. Ich habe bewusst heute eine blutjunge Mannschaft ins Rennen geworfen. Wenn ich das richtig ausgerechnet habe, war das sogar eine U23. Das habe ich aber letztendlich auch bewusst gemacht, um eben halt mal so einen Vergleich zu haben gegen eine top ausgebildete Gladbacher U23-Mannschaft. Mit unseren Mitteln haben wir versucht, die Gladbacher letztendlich zu bespielen, indem wir in der Defensive gut dastehen und dann letztendlich nach einer Balleroberung Nadelstiche zu setzen. Teilweise ist uns das auch gelungen, allerdings hat mein Kollege es richtig angesprochen, Gladbach war spielüberlegen, hatte auch sicherlich richtig gute Chancen, wo Philipp Kunz uns im Spiel hält. 0-0 zur Halbzeit, kann man mit leben. Ich glaube, so im Laufe des Spiels entwickelt man auch letztendlich ein Gefühl dafür, dass mehr als ein Punkt wohl nicht drin ist. Wobei wir dann auch gleich nach der Halbzeit mit einem tollen Freistoß durch Ivan Šušević, einen Pass, den ich super hält, vielleicht auch das Ding hätten für uns regeln können. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, im Laufe der zweiten Halbzeit, gerade so gegen Ende, dass das Spiel so ein bisschen mehr oder weniger dahin plätscherte, wo es vielleicht hätte zum 0-0 langen können. Und dass der Marlon Ritter eben halt einen super Schusstackling hat, das konnte man letzte Woche schon sehen gegen Köln, als er ihn da reinschweißt. Und heute auch nochmal, ist natürlich bitter für uns, dass wir durch so einen tollen Schuss dann auf die Verliererstraße geraten. Der Punkt, der uns sicherlich gut zu Gesicht gestanden, sollte nicht sein. Vielleicht ist das letztendlich auch symptomatisch für diesen Verlauf dieser Saison, dass wir dann eben halt in so einem Spiel in der 88. nochmal den klaren Schuss kriegen und damit ihren Händen nachstehen. Und in dem Fall habe ich nur die Möglichkeit, meinen Kollegen zum Sieg zu gratulieren. Danke. Danke, Marc Fascher. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine Szene, die erst ausfallen ist, da lagen die Gegenspieler extrem weit weg, die das Gefühl auf die Zentralen, Matijevic und Markovic waren, glaube ich, nicht mehr genug dran. Wie haben die Szene gesehen, werden die Fehler gemacht und wie der Ärger dann ist, einmal zu werden? Wenn kurz vor Schluss so ein Tor fängt, das ärgert mich natürlich extrem. Aber ich bin jetzt nicht hier, um in der Öffentlichkeit Spieler an den Pranger zu stellen. Eben glaube ich aber auch schon letztendlich los mit dem Ballverlust. Sicherlich standen wir da in den Mannschaftsteilen zu weit auseinander. Wie gesagt, aber dann muss man auch neidlos anerkennen, dass Marlon Ritter eine super Schusstechnik hat und sich dann eben halt in dem Schuss noch belohnt hat. Keine weiteren Fragen?
gesagt, Gladbacher Kollegen oder Ex-Kollegen hat ihnen gesagt, dass sie einen relativ einfachen Job heute gehabt hätten. Sie haben wiedersehen gesehen. Hätte ihre Mannschaft Gladbacher Kollegen deutlich schwerer machen müssen oder hat sie eigentlich die Behinderung nicht richtig genug? Nein, wir hatten uns sicherlich vorgenommen, den Gladbachern das Leben schwerer zu machen. Wie gesagt, ein paar Situationen waren jetzt nicht da, die mich aber natürlich nicht zufrieden stimmen. Ja, da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben gewesen. Ja, noch weitere Fragen? Noch eine Frage an Herrn Pascha. Milosevic, der Vertrag läuft, glaube ich, aus. Er hat aus meiner Sicht heute in der Frankfurt jetzt ein Spiel gemacht. Wir haben ihn gesehen und wie sind die Zukunftspläne? Die Zukunftspläne, um die zweite Frage als erstes zu beantworten, das besprechen wir intern. Und war ein ordentlicher Auftritt. Aber auch ein wie sieht es denn mit der Co-Trainer-Frage aus? Wann können wir da von euch halt erfahren? Da gibt es ja auch immer so Gerüchte. Wenn das soweit ist, wenn alle Gespräche geführt sind, werden wir euch informieren. Trotzdem einfach mal generell, ich war ja auch in Lotte und ich fand es für heute ein absoluter Einbruch wieder. Ist das jetzt nur damit zu erklären, durch diese Verjüngungsquoten, die wir vorhatten, oder gibt es da noch andere Gründe? Also am Anfang hat man es den Gladbachern sehr schwer getan und dann in den letzten 10, 15 Minuten und dann kam so ein Abfall. Stand dann auch nicht mehr so eng bei den Leuten, hat mehr Spielraum gegeben. Aber insgesamt ist so ein schaler Beigeschmack. Man hat es ja auch an den Stimmungen, die Stimmung war ja herausragend, ne? Für ein Heimspiel. Gibt es da Erklärung? Also wie war die Woche vorher, wie war das kein, wie waren die Jungs noch? Wie waren die Jungs drauf? Ich hatte schon das Gefühl, dass die letzten Wochen den Jungs gut getan haben, Erfolgserlebnisse. Vielleicht hatte ich bei den einen oder anderen schon im Hinterstübchen zu viel Selbstvertrauen breit gemacht, so nach dem Motto, es läuft ja jetzt. Und wie gesagt, jedes Spiel muss letztendlich gespielt werden, fängt wieder von vorne an, du musst letztendlich auch den Gegner beackern können. Und das haben wir heute über viele Phasen nicht hinbekommen. Und dann läufst du eben halt der Musik hinterher. Vielleicht nochmal, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig nochmal. Das ist vielleicht auch ein Prozess, der sich aber auch schon letztendlich auch über die Saison immer wieder gezeigt hat, dass die Konstanz eben halt fehlt. Vielleicht ist man teilweise zu schnell zufrieden und dann kommt dann eben halt so ein, ich nenne das vielleicht auch mal so ein Rückschlag gegenüber den letzten Spielen dabei rum. Und dann stehst du da mit deinem Talent, sprich mit leeren Händen. Wie haben Sie die Leistung der Schiedsrichterin heute gesehen? Kennt man die? Ist die neu in den Werken? Nee, die ist nicht neu. Die pfeift öfters Regionalliga. Wir haben sie schon öfters gepfiffen. Wir haben es auch in der Aachen dieses Jahr in der Rückrundserie schon gepfiffen. Ich fand sie hat dann ordentlich gemacht. Also ich habe sie schon anders erlebt. Und da fand ich das heute durchaus in Ordnung. Sie haben mit dem Spiel hatte ich den Eindruck auch gut klargekommen. Zwei gelbe Karten sprechen auch dafür, dass er eigentlich alles im Griff hatte heute. Nur bei Einwürfen tut sich ein bisschen schwer. Wenn nur für beide Seiten, glaube ich, waren ein paar falsche Entscheidungen dabei. Oder was? Was ich mir gut. Die Auswechslung von Lukas Adams war die leistungsbedingt? Teils. Also, was ich einem Jungen ja nicht absprechen kann, er wollte ja. Das konnte man ja deutlich sehen. Ich sag mal, das war heute so ein gebrauchter Tag für ihn. Sehr unglücklich in den Aktionen und. Ich habe das einfach bewertet als gebrauchter Tag, aber nochmal vom Engagement, vom Wille her mache ich dem Jungen keinen Vorwurf, deswegen ist das so ein schmaler Grat, so 50-50, wo es eben halt nicht so fußballerisch passte, wie wir uns das vorgestellt haben und dementsprechend habe ich ihn dann draußen gelassen. Ja, weitere Fragen scheint es nicht zu geben, dann bleibt mir mich bei Ihnen zu bedanken für das Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis zum letzten Heimspiel dann heute in 14 Tagen. Tschüss.